Herzlich willkommen zu dieser Videoanleitung im Rahmen des Moduls Wissenschaftliches Arbeiten 4.0. Heute möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie Citavi mit Word verknüpfen und dabei ganz einfach Quellenangaben hinzufügen sowie ein Literaturverzeichnis erstellen können. Öffnen Sie zunächst Citavi. Klicken Sie anschließend auf Ihr Projekt, um es zu öffnen. Anschließend öffnen Sie Ihre Hausarbeit in Word. Klicken Sie oben in der Leiste auf Citavi und dann auf Aufgabenbereich. Nun öffnet sich ein Fenster, mit dem Sie Citavi mit Ihrer Hausarbeit verknüpfen können. Sie sehen auf der linken Seite eine Liste mit Ihren aktuellen Citavi-Projekten. Klicken Sie auf Ihr Projekt, um es mit Word zu verknüpfen. Ich klicke hier doppelt auf Adoption von Mobile Payment. Sie sehen nun eine Liste mit allen Ihren Titeln auf der linken Seite. Oben sehen Sie zudem, dass Zitationsstil und Projekt richtig ausgewählt wurden. Ich möchte meine Einleitung mit einem Zitat aus dem Buch von Lerner zum Mobile Payment beginnen. Das Zitat habe ich schon eingefügt. Mir fehlt jetzt allerdings noch die entsprechende Fußnote. Um das Zitat mit Seitenzahl einzufügen, klicke ich rechts auf den Titel, anschließend auf Mit Optionen einfügen und trage dann bei Seitenzahl die entsprechende Seitenzahl, hier Seite 1 ein. Mit einem Klick auf OK füge ich das Zitat ein. Sie sehen nun hier unten das korrekt eingefügte Zitat. Wenn Sie ein Zitat ohne Seitenzahl einfügen möchten, klicken Sie einfach doppelt auf den jeweiligen Eintrag im Aufgabenbereich. Wenn Sie indirekt zitieren, muss die Quellenangabe mit Vergleiche beginnen. Um eine solche Quellenangabe hinzuzufügen, klicken Sie rechts auf den Titel und anschließend auf Mit Optionen einfügen. Geben Sie bei Präfix Vergleiche ein. Für die Seitenzahl können wir natürlich die entsprechende Seitenzahl wählen. Klicken Sie dann auf OK. Das Zitat wird korrekt eingefügt. Weitere Tipps zur Nutzung des Zitationsstils des Fachbereichs 2 finden Sie in der Videobeschreibung. Wenn Sie nun in Ihrer Arbeit ganz ans Ende springen, sehen Sie, dass Citavi bereits ein Literaturverzeichnis erstellt hat. Jede Quelle, die Sie in Ihrer Arbeit zitieren, wird im Literaturverzeichnis automatisch hinzugefügt. Man sollte das Literaturverzeichnis dennoch ganz zum Schluss noch einmal kontrollieren und, falls erforderlich, die Formatierung anpassen.